Danke für deine herzhaften Bits. Mugen Togo verteilt 10 Bits. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne erwacht am Firmament, sie erstrahlt das ganze Sonnenblumenreich. Doch was ist das? Ganz hinten am Horizont robbt eine kleine Robbe robbig Richtung Sonnenaufgang. Wie die Geschichte weitergeht? Keine Ahnung, die Robbe ist nicht wirklich schnell unterwegs. WWWW. Juhu! Oh! Ja. Passiert manchmal. Boah! Kam der gerade angeflogen? Okay, keine Chance mit der, mit dem Speed. Oh mein Gott. Salea, wir sind alle bei dir, auch wenn du uns nicht siehst. Mit dem Speed hast du keine Chance. Oh, warte, kaum krieg ich ein Abo, fahr ich gegen den nächsten Vollpfosten. Nein! Ich habe mich kleiner gemacht. Ich kann sterben. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Dankeschön fürs GG, Kini. Oder kommt das Bowling? Yes, oh. Emotional Damage! Ah! Ich will doch einfach nur ein bisschen entspannen. Wieso? Sie sagt dir, ich vergesse dich nie. Das war aber jetzt knapp. Nein! Sorry. Das ist so gemein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du das gegessen hast, du Ferdi. Was ist das für ein Pferd? Der hat einfach die Äpfel gegessen. So, jetzt. Okay, ich muss... Die wird auf jeden Fall eine kleine Menge wert sein. Glurak ist ziemlich episch. Oh mein Gott, wir haben Glurak entzogen! Glurak! Du bist so süß, Muki. Ich mag dich. Ich werde verstehen, warum Salea dich so mag. Aber du hast jetzt mein ganzes... Du hast jetzt mein Milchshake. Ich hätte das nicht gemerkt. Ich hätte das nicht gemerkt und weitergetrunken, wenn du nicht gesagt hättest, dass da Haare drin sind. Jetzt kann ich es nie mehr weiter trinken. Weil du so ehrlich warst. Die kleine Prinzessin Salea lebt mit ihrer Familie im Sonnenblumenkönigreich Lonia. Schon bald geht es für sie in die Schule. Unglücklicherweise ist es dort nicht so schön, wie sie es sich erhofft hatte. Die anderen Kinder sind gemein zu ihr und lassen keine Möglichkeit aus, sie zu ärgern. Durch die Hänseleien zieht sich Salea verzweifelt zurück. Doch schon bald geschehen zauberhafte Dinge, die sie trösten.
Oh, lieber Geist, ich sing auf Deutsch für dich. Komm und jetzt da raus aus deinem Versteck. Der kommt, oh, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er. Uiuiuiuiui, hinter ihm her. Lass dich. Okay. Und Talia hat gewonnen. Das war mal ein schöner Headshot. Habt ihr das gesehen? Double Kill. Hier. Ja, ja. Karambor. Alter, mach ihn. Sag mal, Kuhn, hast du dir gerade Metamphetamine gegeben oder warum lacht die so? Auch. Nein! Woher wusste der das? Nein, das hat er gar nicht gewusst. Der hat das nicht gewusst. Der hat das nicht gewusst. Der wollte jemand anderen töten und hat sich einfach nur geklickt. Glaub es. Ach, ja. Oh! Oh! Das ist mein Freund! Ich hab ihn gefunden! Wow. Oh Gott. Jetzt, ja! Oh mein Gott, ist das schwer. Okay, komm. Ich hoffe, das Level ist wirklich gleich. Was ist das? Man kann überhaupt nicht einsehen. Ah! Oh. Was für ein ekliger Fisch ist das denn? Was für ein ekelhafter Fisch. Dieser Fisch. Der soll verschwinden. Ah! Much, much, much later. Oh no! Ich hasse Fischlevel. Das ist so abartig. Nee. Oh Gott, nee. Danke für deine herzhaften Bits. Oh, Rebecca. Rebecca-Phoenix verteilt 10 Bits. Wie gemein ist das? Der kommt doch gleich. Der frisst mich doch jetzt. Kündige. 75 years later. Geh mal, mach das auf. Nee.
und die Wohnung ist spontan, also muss man mal vernünftig handeln, denke ich. Was war das denn für ein Start? Der war brüchig. Oh. 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 Ich habe nie in Erinnerung gehabt, dass es so eng ist. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Nein, ich hab... Ich dachte gerade echt, ich sterbe darunter. Ich sterbe darunter. Ich sterbe darunter. Das sah so geil aus. Einen Drink in der Hand. Mein Schneekipper liegt im heißen Sand. Ich werde wahrscheinlich ganz knackig braun. Im Sommer. Ich würde segeln übers weite Meer, jedem Wintersturm entgehen. Mit einem Sprung bin ich schon im Wasser. Es ist schön warm. Und dann würde ich gern sehen, wie die Freunde so vor mir stehen. Stell dich vor, im Sommer, da wäre es noch viel cooler. Da da du, a da ba da 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 du. Oh. 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 Hast du schon mein Gebüsch gesehen? Gehen wir mal vielleicht zu den Münzen da vorne. Oh, ey, dann hat man die wieder verpasst einfach. Das ist ja gar nicht gut. Wie soll man die kriegen da oben? Oh, ich kriege hier. Ah! Ich sollte einfach mal nach unten fliegen. War ja nix, ne? Ich denke jetzt mal davon aus, dass es das ist. Ja. Okay. Nummer 1 haben wir. Dann nehmen wir jetzt mal hier Nummer 2. Shit. Oh nein, das wäre zu. Okay. Nein! Ach komm schon, das kann nicht so schwer sein. Warum? Ja. Nein, ich sterbe schon wieder. Weil ich die Kiste nicht treffen kann. Geht auf! Okay, Nummer 1. Zeit verloren. Ich hasse dich einfach nur. Das hast du jetzt zweimal bei mir gemacht. Das ist mir egal, du hast mir schon fünfmal in meinem Stream mich erschrocken. Das hast du sowas von verdient. Zweimal, allein schon eben. Dein T-Shirt ist übrigens kaputt, sollen wir das mal aufmachen? Festung. Großer Fehler. Großer Fehler. Nicht gehen. Nicht dahin gehen. Oh, ist so übel. Oh, ich meine, also für mich wäre das nicht schlimm. Aber für dich wäre das ganz schlimm. Weil ich glaube, da kommst du nicht mehr nach Hause. Du willst ja nach Hause kommen. Oder? Ich frage mich tatsächlich, die Leute, die das synchronisiert haben. Was haben die für einen Spaß gehabt eigentlich? Was haben die für einen Spaß gehabt? Die müssen doch echt was gesoffen haben, oder?
Und jetzt hat der Womp da oben, der hat ja Rückenschmerzen. Den wollen wir jetzt erstmal ein bisschen helfen. Wir helfen ja immer netten Leuten, ne? Der Womp, der tut mir schon ein bisschen leid. Guck mal. Traurig. Was ist denn gemischtes Popcorn? Salziges und mit Butter? Oder was meinst du? Im Toilettenspiel. Wir spielen gerade Get the Toilet Paper. Jeder kennt das. Wir kennen das alle. Das Problem, der Toilettenpapierrolle. Ich weiß nicht, das ist so... Nein, wieso bist du auch weitergerollt? Zähne unter die Nase gebohrt. Nicht wahr. Unter die Nase gebohrt. Da! Oh. Glück gehabt! Oh. Ja, Max. Ja, komm! Gutes! Hast du ein Glück, dass ich aus Versehen die Backe aufgemacht habe? Lauflayer! Lauflayer! Ja. Lauflayer! Lauflayer, mach Lauflayer! Lauflayer! Da war Gutes! Kann man hier speichern? Ja, kann man. Sehr gut. Muss jetzt einfach mal sein. Ich fand Mario einfach süß. Der freut sich genauso, mich zu sehen, wie ich ihn so. Das ist doof. Oh mein Gott, wo bin ich nicht gelandet, dass ich so einen Blödsinn mache? Ja. Da. Oh. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Also manchmal habe ich einfach nur Glück mit diesen Krugs. Ich habe gerade nichts gesehen und dann war da, ich habe die Blume gesehen, aber ich bin da jetzt gerade reingefallen. Was nach den Sternen du bin bei dir sein. Ich werde jetzt versuchen, meinen Rekord zu knacken. Ich wahrscheinlich nie was hinkriegen. Kann das doch nicht. Natürlich kannst du das Sternchen. Glacier Gloom. Aus Amerika. Ich frag mich gerade. Das war der wohl kernbehindertste Tod in meinem ganzen Leben. Bum, bum. Sprinte los. Sobald du aufgegessen hast. Ich sprinte los, sobald du aufgegessen hast, denn sonst wird dir schlecht auf meinem Rücken. Du hast meine Flamara angepackt. So eine sehr tiefe Stimme, das ist sehr einfach für Lightspeed zu bauen. Tatsächlich, das ist so erwachsen. Der klingt sehr erwachsen. Können wir bitte alle so sexy reden? Aber sehr gerne nur für dich, Salera. Okay, too sexy klar. For my shirt. So sexy for my love. Wieso bist du jetzt nicht reingegangen?
weil ich mich nicht verstecken muss. Ich bin gleich tot. Völlig irre. Hallo Mario, unser Slogan lautet der frische Kopf und Geist. Möchtest du dich ausruhen? Was ist das für eine Tür? Was ist falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? Sie hat mich schließlich ver... Ah! Oh, da ist sie... Ich hab mein... Wo ist mein Hylia-Schild? Nein! Wo ist mein Hylia-Schild? Ist jetzt nicht weg. Dass ich jetzt mein Schild hier so raussuchen muss. Wieso kann ich den näher ranziehen? Ja, da ist er doch. Oh. 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 Grüezi. Hat oder ich so, Bock. Ja, jetzt sollte man erstmal packen lernen, ne? Es ist gegen die königlichen Regeln, den Herrscher aus dem Ring zu werfen. Upsala. Ups, der Klassiker, ja. Hauptsache, ich schmeiß den erstmal raus. Hallo, nimm den doch einfach. Nein! Nein! Tobi, mach das nochmal bitte, damit alle sehen, was ich gesehen habe. Der Türsteher. Jetzt neu. Warm, nicht warm. Warm und nicht warm. Hier ist es nicht warm, richtig. Deswegen habe ich auch eine Mütze und einen Schal an. Oh Gott, nein. Krieg ich heute. Das ist die 100% Matsche. Es ist die Kotze. Ah, Mamma mia. Mario, ey. Oh, Spaghetti. Oh, La Cozza. La Cozzarita. Okay, muss ich das jetzt wirklich essen? Ich mach das jetzt nicht in Nahansicht. Ihr wollt nicht sehen, wie ich kotze. Habe ich einen Eimer hier? Oh nein! Jetzt hab ich das mal noch weggeschmissen.
Was ist die ekelhafteste Bohne, die es gibt, ey? Und die geht nicht weg. Das war nicht. Das war. Bah. Oh, bah. Mm. Mario, erzähl mir nichts von Spaghetti. Ich kotze dich gleich an, ey. Boah. Oh, Leute, das ist so abartig. Weil soll ich voll das eklige Rübsen? Ich bin schon so gut durch. Ja, 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 ja. Was? 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 Ah, jetzt haben wir's. So ein Leben wäre schon nicht schlecht. Gerade bei meiner Mann nicht geil! Mama mia! Das ist ein Leben. Und da ist auch noch so eine dumme Münze. Ehrlich, jetzt da unten. Kann man da runterlaufen? Mama mia! Das ist ein besonderer Stein. Man darf nur diesen einen Stein da reinlegen. Dieser Stein, der hoch auf dem hohen Berg lebt. Ja. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Wesen hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz. Warte mal, war hier irgendwas? Ein Stein, um ihn zu knechten. Ein Stein, der im Gebüsch lag. Den man nur sehen konnte, indem man A drückt. Das ist der wahre heilige Stein. Diesen Stein werden wir jetzt hinlegen. Und da hinlegen. Und dann erwarten wir in etwa einen Krug. Der durchsichtig ist, weil er ist grün. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das ist ja... Ah! Und dann kommt genau der! What's happening today? Ich habe 10 Krugs hier liegen und der liegt neben mir und dann ist der das auch noch, der mich hier ärgert. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Das ist mein Krug, wisst ihr? Ich fühle den vollkommen. Sein Gesichtsausdruck... Das ist der vollkommene Matschkrug. Was für ein Zufall, oder? Können wir bitte darüber reden? Das ist übrigens auch wirklich mein Lieblings. Also kann er jetzt nicht, der steht auch immer rechts neben mir, weil der ist gar nicht hier im Hintergrund, weil das ist mein Liebling, den ich mal angucken möchte. Und dann kommt der jetzt einfach. Und dann ärgert der mich auch noch mit dem Stein. Ey, du kommst mir nachher nach Hause, Schätzelein. Du. Du. Das ist ja. Das ist ja. Oh mein Gott.